Talking Queen, the real-life gaming channel. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Outlast Real Life hier auf Zockingqueen.de. Ich bin Anna und zocke für euch heute mein erstes Horror-Let's Play. Here we go! Outlast Real Life enthält Szenen physischer, psychischer, metaphysischer und transzendentaler Gewalt. Wenn Sie jetzt glauben, das kann ich ab, ich werde keine Angst haben, dann sage ich Ihnen, doch, du wirst Angst haben. Du wirst Angst haben. Du schlüpfst in die Rolle von Gunther Ehrenbrot, einem Enthüllungsjournalisten, der die dunklen Geheimnisse einer alten, verlassenen Nervenheilanstalt aufdecken will. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Denk daran, du bist kein Chuck Norris. Um das Grauen zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder an einem Herzinfarkt vor dem PC zu sterben. So, und damit auf ins Abenteuer. Okay, wir stehen hier also vor einer alten Klapsmühle und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll. Ich hoffe, wir finden da drin keine Oma. Was war das? Habt ihr das auch gesehen? Da war doch was am Fenster. Oh Mann, ich hätte nicht diesen 6er-Pack Red Bull trinken sollen. Ich bin ja schon jetzt auf 360 und dabei war ich noch nicht mal im Haus. Ich will da nicht rein. Ich meine, wir sind ja gerade mal am Anfang des Spiels. Was soll mir da jetzt eigentlich schon groß passieren? Halte Strong links gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Okay, das machen wir. Was ist das für ein komischer Ort hier? Sieht aus wie eine alte Villa. Okay, vielleicht kommen wir vorne rein. Noch scheint ja alles einigermaßen ruhig zu sein. Aber ein wenig mulmig ist mir schon zumute. Okay. Da hat wohl jemand zu viele grüne Bohnen gegessen. Gehe ich da jetzt rein? Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Surprise, surprise! Batterien in einem leeren Raum? Welch Zufall und auch nach AA. Genau die, die ich brauche. Da drüben sind Dokumente. Ich öffne die mal. Bla bla bla. Patienteninitialen FS Florian Silbereisen. Alter des Patienten 33, Geschlecht männlich, Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein, thermokinetische Antriebsaktivität im beispiellosen Umfang beobachtet, fahren fort mit Stufe 4 Elektroschocks. Diagnostik, akustische Bestrahlung mit Heavy-Metal-Trams ergab keine binauralen Akkumulationen im Neokortex. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen, Einnässen in NREM-Phase, höchst besorgniserregend. Hört, hört! Okay, teilweise schon sehr wissenschaftlich. Da wird sicher noch einiges kommen. Wir gehen jetzt mal hier raus, damit es mal ein bisschen vorwärts geht. So, wir können uns jetzt hier wieder an der Tür rauslehnen, was gar nicht so unpraktisch ist. Ich sehe nichts. So, Infrarot. In die Badewanne gucke ich immer nicht rein. Wir gehen mal den Gang hier lang. Beachte, dass das Nachtsichtgerät deine Batterie verbraucht. Setz es überlegt ein. Okay, hier scheint die Luft rein zu sein. Heilige Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Leute, holt schon mal den Notarzt. Ich glaube, hier geht's gleich rund. Ganz langsam. Der Typ hat dich noch nicht entdeckt. Am besten renne ich einfach durch. Wenn ich jetzt schnell bin, schaffe ich es vielleicht. 3, 2, 1 und go. Hä? Ach du Scheiß. Das ist eine Hand. Ist die aus Plaste? Voll schlecht animiert. Ich höre Schritte.
Was? Wo soll ich nur hin? Ey, die erste Folge und schon vom Silbereisen verprügelt. Das geht einfach nicht. Was denkt ihr denn, wie es jetzt mit unserer Figur weitergeht? Werden wir den Fight überleben oder endet das Spiel hier schon frühzeitig für uns? Schreibt mir es in die Kommentare und bis bald. Eure Zocking Queen!